komisch aus, ne? Ja, ja, ich sag das doch. Als hätte die selber sich da rasiert oder so. Nee, da kommt die gar nicht dran. Nein, und Badezimmer ist immer zu. Seitdem die mir das ganze Parfüm kaputt gemacht hat, damals, Badezimmer zu. Zu. So. So, das. Keine Ahnung, ich fahre morgen zum Tierarzt. Oder vielleicht die Spritze gesetzt? Nee. Die wird doch meistens an den Fötchen gesetzt, ne? Ellie? Nee, das war Lucy. Ellie liegt da, wie so am Knacken und am Träumen. Das hat die seit heute erst. Oder diese Nacht. Gestern war das noch nicht. Ellie hat das getan? Nein. Dann ist ja komplett die Haare weg. Bis auf der Haut. Die Stelle. Ich frag morgen mal nach. Die klettert so viel rum? Ja, die ist echt. Uff. Stell dir mal vor, ich laufe hier durch die Wohnung, mach sauber und finde da so ein Haarbüschel irgendwo dran kleben. Hast du gelesen? Hier war Küche, Moment. Nein, ich habe keine Haarklebestreifen vergessen. Ich habe keine Haarklebestreifen. Die sind alle verpackt in der Kiste. Ich benutze Flüssigkleber. Junge. Das kann ich erzählen, ey. Hat die Straße auch ein Ziel? Ja, du musst ja, glaube ich, wie viele Kilometer fahren? 500, 5000, wie viel waren das? Ich glaube 5000, ne? Oder? Und dann ist das Spiel vorbei. Und wenn sie im Bad was umwirft, dann räumt doch dein Kram woanders hin. Ich habe da so Regale. Was sind das so? Bambusregale oder sowas in der Art? Aus Bambusholz oder sowas? Keine Ahnung. Und ja, da klettert die halt hoch, ne? Und dann schmeißt sie mir. Wie jetzt letztens hat sie mir drei Parfümflaschen runtergeschmissen. Alle am Arsch. Und seitdem Badezimmertüre zu. Die lieben gesagt, ja, das ist normal. Aber du kannst ja nicht alles wegtun und verstecken. Das geht ja gar nicht. Und was kaputt ist, kauft man sich halt neu. Hauptsache allen geht's gut. Ich habe eine Vermutung. Ich muss gleich mal was gucken. Die springt ja immer vom Bett auf die Beckenbettrückenlehne und von dort aus auf den Kleiderschrank. Auf dem Kleiderschrank habe ich Reisetaschen. Leere Reisetaschen. Und ich höre die nachts da immer so rumfummeln. So, Reißverschluss. Kennt ihr das? Dieses Metallding, wo du den Reißverschluss mit aufmachst, an den Taschen und so. Ich guck gleich mal im Schrank. Ich guck mir mal die Taschen an. Augenpflege wiederkomme. Ihr macht das. Schlaf gut. Klettverschluss? Nee. Vielleicht hat die sich im Reißverschluss da an den Taschen, weil sie da rein wollen. Ich weiß, keine Ahnung. Muss mal gucken. Oh, Häuschen.
Schon wieder kein Auto. Warum finde ich hier kein Auto? Ich höre aber ein Hilli-Billy. Da. Okay. Auf dem Schrank, ne? Ja, die schläft ungefähr. Ich sag mal, wenn ich um 2 oder 1/2 alles ausmache, Fernseher alles ausmache, schlafen. Wenn ich dann um 4 Uhr zum Beispiel pinkeln gehe, dann kommt die runter. Dann kommt die zu mir. Du legst sie zu mir hin. Aber die muss vorher erstmal im Kleiderschrank schlafen, eine Stunde auf 2. Das sieht aus wie rasiert, ne? Ja. Das habe ich auch gesagt. Bis auf die Haut. Schokolade. Okay, wir müssen was trinken. Du bist Gaga und das weißt du auch. Reifen. Was ist das? Kühlmittel leer. Wasser. Schwamm. Nee, Ohrnäschen, nein. Oh nein. Ach so. Mal kurz gucken. Echt so schlimm noch? Boy. So, weiter. Sicher eine Gangzeichen, dass sie am Fenster zuge... Hier gibt es keine freilaufenden Katzen. Das ist auch komisch, ne? Keine einzige in den ganzen 2 Jahren hier gesehen. Toretto, dir auch Dankeschön. Dankeschön. Da. Ach, du hast gar keine Ahnung. Du bist blind. Ja, so rotes Pünktchen, ja. Aber Impfung ist schon lange her. Impfung ist schon lange her. Ich fahre morgen zum Tierarzt. Ich frage nach. Weil das lässt mir sonst eh keine Ruhe. Ja, scheiße. Das ist wirklich komisch, ne? Wenn man so Tiere hat, bei einem selber, ach, ja, ist nix und weiß ich was. Und bei den Tieren machst du dir so einen Kopf, ne? Ich glaube manchmal mit so Tieren, das ist noch schlimmer vom Verhältnis her, so als wie zu den Kindern oder so. Bei den Kindern sagst du manchmal auch, ach komm, Schnupfen, geht zur Schule oder so, ne? Und mit dem Tier bist du direkt, fährst du direkt Tierarzt. Das ist nur bei mir so? Okay. Ja. Dann ist es halt bei mir so. Ja. Dann bin ich so. Da oben, das ist ein Häuschen, ne, oder? Hypochonder. Achso. Warte. Guck mal, was ich driften kann. Unglaublich, wa? So, passen Sie auf. Ich will mal gucken. Schiff?
Noch ein Schiff, das heißt Benzin. Marti, grüß dich, na? Was ist das da? Ist das ein Haus? Da ist ein Haus. Das ist ein großes Haus. Da. Da gibt es ein Auto, 100 Pro. Gerrit, du hast aber auch mit komischen Dingen zu tun, mal ehrlich. Hm. Das ist richtig. Hallo Pumuckl. Freue mich wirklich sehr, dass du hier bist. Heute mal wieder hier im Chat. Du komischer Typ. Ach, Pumuckl. Ach, das ist ein Tankstellending, ne? Aber auch kein Auto oder sowas. Was steht denn da? Was ist denn das? Ist genau so ein kleines Auto. Nee. Was hast du auf der Beifahrerseite liegen? Was ist? Da ist ein Häuschen. Also Autos? Täusche ich mich? Aber das ist echt wenig, ne? War das nicht früher mehr? Das ist doch wieder so eine Garage, ne? Oh, Scheiße. Den kannst du nicht mal umfahren. Geh von meinem Auto runter. Ich kann nicht mehr fahren. Don't be afraid. Ja, dann kommst du mit. So. Komm her. So. Typen, die in der Tür stehen, ein Smoker von... Ach, Junge. Ach, hier ist ja nichts drin. Wir schlafen. Kann noch nicht schlafen. Ja, toll. Nein! Ich brauche eine Taschenlampe oder sowas. Leer? Boah, hier siehst du ja nichts, ne? Hier ist aber auch nichts drin. Benzin. Ne, warte. Das war mit Öl gemischt, ne? Kühlmittel leer. Liter Benzin. Lass mal schlafen. So, los. Oben ist ein Motorrad, ne? Am Motorrad kannst du nichts mitnehmen. Da ist die Straße, ne? Da ist ein Häuschen. Da sind die zwei Schiffe.
Ich glaube, bei den Schiffen halten wir mal an. Für Benzin. Wasser haben wir genug. Bei den Schiffen stehen die Autos, ne? Nee. Da, 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 da. Aber geiles Wetter heute, wa? Wer grillt von euch heute? Wer grillt noch? Wo darf ich vorbeikommen? Oh, da. Tankstelle, ne? Gestern. Das nützt mir nichts. Gestern nützt mir nichts. So, was haben wir hier liegen? Lucy. Na? So. Schade. Benzin. Hier. 1,4 Liter. Nachgeworfen. Wow. Dosa, ich komme, ja? Wir grillen vielleicht am Wochenende. Wow. So. Was da drin? Nee. Nur 100 Milliliter. Das war es. Guck mal. Hier ist nix. Ein Eimer. Diesel. Diesel. Mach gleich eine Dose Gula. Nee, ich hab noch Chili. Ich hab noch Chili. Und morgen gibt's dann grüne Soße wieder. Also Frankfurter Soße mit Pellkartoffel. Ja. Ei? Junge, ihr habt keine Ahnung. Ihr wisst gar nicht, was gut schmeckt. Wenn ich wüsste, dass da ein Auto steht, war. Komm, wir fahren dahin. Aber ich bin echt beruhigt, dass beim Kardiologen da nichts gefunden wurde. Ja, ich hatte echt schon manchmal Angst, wa? Sagt er zu mir als erstes, war echt ein ganz lieber Arzt, so mein Alter. Haben Sie Beschwerden und so? Ich sag ja, manchmal habe ich so, besonders wenn ich im Bett liege, tut mir so der Brustkorb weh, so Stechen und so ein Druckgefühl. Sagt er, das kommt nicht vom Herzen. Das kommt nicht vom Herzen. Ich sag ja, woher denn? Ja, Rücken und dann der Muskel, der da drüber läuft und so was alles. Ja. Burger aus der Mikro. Bah. Kann vom Rücken kommen, ne? Ja. Ja, ich habe manchmal. Oh! Panik gehabt. Weil ich immer so ein Druckgefühl dann in der Brust hatte oder so, ne? Oder so ein Stechen oder sowas. Da hatte ich echt keinen Herzinfarkt oder sowas. Aber er sagte dann, nein, nein. Ihr Herz ist okay. Guck mal hier! Jetzt Diesel, pass auf. Oh, Hilli-Billi. Okay.
Was kommt da rein? Wo ist denn hier der Tank? Drüben. Und wieso kann ich mich jetzt gerade nicht drehen? Hä? Was ist denn jetzt? Ach. Okay. Benzin, Öl und Diesel? Hat halt keinen Koffer, aber du kannst das Auto doch hinten drauf schmeißen, oder? Ne. Warum? Wie geht denn das auf? Hä? Wo ist denn der Motor?